Jetzt auf OE24TV. Die Insider, der spannende Polit-Talk. Heute mit diesen Themen. Die neue Regierung im ersten Check. Wie gut sind Kurz und Strache? Was können die neuen Minister? Und was bringt das Wahljahr 2018? Die Insider, jetzt auf OE24TV. Robert Miesig, Jörg Hoffmann-Ostenhoff, Peter Westenthaler und Gregor Schütze. Jetzt die Insider, nur auf OE24TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Runde von der Insider. Ja, wir diskutieren wieder das Thema Politik und da gibt es einiges zu reden. Denn allen voran die neue Regierung, die sorgt dafür, dass die einen begeistert sind, aber die anderen, die sehen schon die ersten kleinen Fehler, die da unterlaufen, die ersten Probleme, die auf die Bevölkerung zukommen. Aber bevor ich jetzt viel vorwegnehme, warten wir doch einfach mal ab, was unsere Experten hier sagen. Wir haben auch heute wieder eine hochkarätige Gästerunde eingeladen. Ich darf begrüßen, herzlich willkommen Georg Hoffmann-Ostenhoff, Außenpolitik. Experte und eine wahre Legende, wenn es um den Journalismus geht. Danke, dass Sie heute mit dabei sind. Dann haben wir zu Gast Robert Miesig. Seit dem Wahlkampf nicht mehr wegzudenken hier bei uns. Keiner kennt die SPÖ besser als wie Sie, sagt man. Sie haben auch das Buch über Christian Kern geschrieben, also die Kanzlerbiografie geschrieben. Wie Sie mittlerweile die Rolle der SPÖ sehen, auf das sind wir ganz gespannt. Auch dazu kommen wir ein bisschen später. Danke für Ihr Kommen heute Abend. Dann haben wir zu Gast Georg Schütze, ein Politberater, der sich auskennt in der Parteienlandschaft wie kein anderer. Wir sind schon neugierig drauf, wie Sie es denn aktuell sehen, wie die Regierung so arbeitet, ob Sie vielleicht mit allem zufrieden sind oder vielleicht nicht ganz so zufrieden sind. Danke für Ihr Kommen auf jeden Fall. Ja, und dann Peter Westenthaler, auch Sie sind wieder mit dabei in unserer Insider-Runde, Verlagsleiter von Alles Roger. Man darf fast ein bisschen sagen, ein alter Hase aus der Politik, jahrelang BZÖ-Chef und da natürlich in einer führenden Rolle mit dabei, auch bei der FPÖ. Also Sie stehen doch ein bisschen dafür, diese Rolle der FPÖ in der neuen Regierung ganz genau analysieren zu können. Vor allen Dingen waren Sie ja damals eigentlich derjenige, der in der Erstauflage von Schwarz-Blau federführend mitgewirkt hat in jeder Hinsicht. Danke, dass Sie heute bei uns federführend mit dabei sind. Einen schönen guten Abend. Ja, dann würde ich doch gleich mal die erste Runde in den Raum werfen. Die Regierung arbeitet auf Hochtouren. Selten war es so wenig still in der Weihnachtszeit politisch gesehen. Ständig gab es irgendwas, wo die beiden Strache und Kurz zusammengesessen sind und überlegt haben, wie kann man denn diese Regierung jetzt auf die richtigen Beine stellen. Wir wollen jetzt so einen ersten kleinen Check mal angehen. Darf ich vielleicht an Sie fragen, Herr Georg Hoffmann-Ostenhoff, wie sehen Sie es denn? Hat sich die Regierung jetzt in diesen ersten Wochen bewährt gemacht? Das kann man alles noch nicht sagen. Also was man sagen kann ist, es wurde angekündigt, es ist Zeit für Neues und man sieht eigentlich nicht viel Neues. Und das, was man sieht, ist eher etwas, was zurückgeht, also was ein bisschen retro ist. Gut, jetzt sind die ersten Streitereien, die zugedeckt werden, sind da. Ich nehme an, das ist der Beginn von natürlich Streitereien, die es in der Regierung gibt, aber einstweilen hält das Klima der allgemeinen Harmonie, also das hier dargestellt wird, das wird sich ändern in der nächsten Zeit. Wer jetzt ganz genau zugehört hat, der hat da so ein paar Worte gehört. Zum einen fiel da das Wort zugedeckt und hält dieses Bild der Harmonie. Das klingt danach, als würden Sie dem Frieden nicht ganz so trauen. Glauben Sie, dass es da schon unter der Decke vielleicht die ein oder zwei Streitereien gibt? Es hat ja schon gegeben, nicht? Also Streitereien. Es hat gegeben, also Differenzen. Die Frage, werden die Arbeitslosen, wird man da zugreifen auf das Vermögen ab einem bestimmten Zeitpunkt oder nicht? Da hat die Sozialministerin hat gesagt, kommt nicht in Frage. Dann hat es geheißen, naja, so eindeutig ist das nicht. Noch andere kleine Geschichten. Man muss aber sagen, also die österreichischen Medien sind so, dass sie das akzeptieren, dass das kleine Differenzen sind. Bei der großen Koalition, würde ich sagen, hätten die Medien gesagt, Krach in der Regierung, Katastrophe, totaler Streit. Also die Medien halten auch noch ruhig und spielen auch noch auf Harmonie. Aber so klar ist das nicht. Glasierhandschuh bei den Medien. Herr Westenthaler, finden Sie das auch? Sind die Medien zu nett zur neuen Regierung? No, es hat schon ein paar ganz, ganz kritische Kommentare auch gegeben. Das gehört so. Medien sind korrektiv, auch sind dazu da, Dinge zu analysieren, zu korrigieren. Ich glaube aber, dass es den Anlass noch nicht gab, wo ich recht gebe, ist, der wird schon noch kommen. Also da gebe ich Ihnen recht. Wenn der Motor mal auf Hochtouren läuft und wir sind jetzt gerade mal in der Startphase,
dann bröselt es auch manchmal. Und da wird es natürlich Reibereien geben und es wird auch das ewige Ringen um Kompromisse geben mit verschiedenen Punkten, obwohl es ein sehr stringentes, ein sehr detailreiches Regierungsprogramm gibt, an dem man sich orientieren wird. So gesehen ist das ein Vorteil zu früheren Regierungen, dass man ein sehr, sehr, sehr detailreiches Regierungsprogramm formuliert hat mit 182 Seiten. Das abzuarbeiten ist leichter wie ein Konvolut aus Überschriften. Ich glaube aber, dass diese ersten Tage, so kann man es ja erst nennen, länger ist die Regierung noch nicht im Amt, schon den einen oder anderen Fortschritt gezeigt haben. Wenn es auch nur im Klimatischen gewesen sein soll, dann ist es etwas, was wohltut im Vergleich zu Monate oder jahrelangen Hickhack, den es da gegeben hat zwischen Rot und Schwarz. Die verstehen sich miteinander, das muss man akzeptieren. Das ist für das Land gut, wenn sich jemand versteht und miteinander was umsetzen will. Und darauf haben, was man umsetzt. Naja, so schlecht ist es nicht, wenn ich mir anschaue, dass jetzt der Kinderbonus 1.500 Euro bis 6.000 Euro im Durchschnitt für Familien im Jahr dazukommt, für 600.000 Familien, 1,2 Millionen Kinder, dann ist das schon eine starke Entlastung. Wissen Sie, wie viel Geld das für eine durchschnittliche Familie ist? 1.500 Euro oder bei 4 Kindern bis zu 6.000 Euro. Dann ist das ein Hammer in Wirklichkeit, was da passiert ist. Und ein Umsetzen von Wahlversprechen. Das muss man sich halt auch noch gewöhnen, dass wir jetzt eine Regierung haben, die tatsächlich es zumindest versucht, ihre Wahlversprechen, die sie vor der Wahl gegeben hat, auch nach der Wahl umzusetzen. Ob es dann überall gelingt, ist wieder eine andere Frage. Aber der Kinderbonus, dass das so rasch geht und der Finanzminister bereits jetzt in den kommenden Tagen das umsetzt und realisiert, das ist schon etwas, was man wirklich spüren kann und was eine ganz konkrete Reform ist. Hat auch bei der Arbeitslosenversicherung, war es nicht so rund, da hat es verschiedene Zugänge gegeben, bei der Sozialministerin, beim Bundeskanzler, da wird man noch diskutieren müssen, aber wenn ich mir anschaue, was allein in diesen ersten paar Tagen von der Klausur bis jetzt auf den Weg gebracht worden ist, dann ist es bei Weitem mehr als die Regierung im letzten Jahr rot-schwarz, muss man auch sagen. Herr Miesig, wie sehen Sie das? Ist das jetzt momentan eine Harmonie, die gerade mal ein paar Wochen halten wird? Geht schwarz-blau bzw. türkis-blau dann der Atem aus? Wie schätzen Sie die Lage ein? Erstens mal glaube ich, dass das nicht ganz die zentrale Frage ist. Die zentrale Frage ist ja tatsächlich, was wird hier beschlossen und nicht, ob die jetzt zum Streiten anfangen. Ob sie zum Streiten anfangen, hängt natürlich dann auch davon ab, wie das Ganze in der Bevölkerung ankommt. Ob die zum Beispiel in den Umfragen dramatisch runterfallen. Bei der FPÖ kann man sich ja das gut vorstellen, angesichts dieses Regierungsprogramms, was in Wirklichkeit heißt, sozusagen, sie haben einen Großteil ihrer Wähler verraten und verkauft. Ja, also sozusagen, ich finde ja sozusagen auch an dieser Regierung, nach 3 Wochen kann man natürlich Kapilanz ziehen, aber man kann sagen, was ist nicht eingetreten und was tritt ein? Was nicht eingetreten ist, dass sich diese beiden Parteien, die tatsächlich nicht streiten, weil sie sich in vielen Dingen einig sind, ja, dass diese beiden Parteien sich nicht moderiert haben, im Sinne von, man hätte sich ja vorstellen können, das Unangenehme an der ÖVP und das Unangenehme an der FPÖ wird durch Kompromisse ein bisschen abgeschliffen. In Wirklichkeit sind die ekeligen Seiten der ÖVP und die ekeligen Seiten der FPÖ, haben sie nur radikalisiert. Also es ist so gewissermaßen die Ausländerfeindlichkeit und die autoritäre Versuchung der FPÖ kombiniert sich mit der, wie kann man das nennen, die Verachtung der Armen und der Mittelschichten der hochnäsigen ÖVP. Und da muss ich schon sagen, also das wird natürlich noch eine große Katastrophe für die FPÖ insbesondere, aber ihre Wähler werden das merken. Ja? Also klar, es gibt jetzt den Streit, Kanzler und Sozialministerin, aber in Wirklichkeit, es steht im Regierungsprogramm drinnen. Also der Kanzler wird sich darin wahrscheinlich eher durchsetzen als die Sozialministerin. Dann haben wir hier eine Situation, wo Leute, die 30 Jahre einzahlt haben, Arbeitslosenversicherung einzahlt haben, sie ihr Haus gebaut haben, ein Auto haben, dann kommen sie in die Arbeit, werden sie arbeitslos, nach einem Jahr sind sie dann in der Sozialhilfe und das Haus ist weg und das Auto ist weg. Und die werden sie natürlich, oder Arbeitslose, die jetzt schon arbeitslos sind, und die werden sie natürlich denken, mit Recht, ich habe eigentlich die FPÖ gehört, wäre weniger Ausländer will, und jetzt nehmen wir die ÖVP und die FPÖ das Auto weg. Ja? Und dann wird es für die FPÖ in den Umfragen möglicherweise ein bisschen anders ausschauen wie jetzt. Und dann, das sind dann die Sollbruchstellen, wo es dann schwierig wird. Der Herr Westenthaler hat das schon einmal erlebt, was mit einer Partei passiert, zu der die Wähler davonrennen. Aber fragen wir vielleicht meinen Herrn Schütze. Herr Schütze, erste Bilanz bei der Regierung. Wie sehen Sie Regierung im Check? Was ist Ihr Kommentar dazu im Moment? Ja, also mich beeindruckt ja, wie kurz das politische Gedächtnis ist. Weil das, was wir von früher kennen, dieser massive Streit und auch das zwischen Rot und Schwarz, wie ich es auch selbst in meiner Zeit erlebt habe, wo es eigentlich nur darum ging, was hat man dem anderen nicht gelassen und wo hat der andere nicht, ist nicht zum Zug gekommen. All das
erleben wir ja genau andersrum. Man begegnet sich auf Augenhöhe, man tritt gemeinsam positiv auf, man hat eine Klausur auf den Weg gebracht, im Prinzip in den ersten Tagen bereits mit konkreten Beschlüssen und nicht nur mit Absichtserklärungen, sondern auch, der Finanzminister hat 2,5 Milliarden an Einsparungspotenzial beschlossen bekommen vom Ministerrat. Und man erlebt hier, dass gemeinsam inhaltlich gearbeitet wird und dass es nicht darum geht, was gönne ich jetzt dem anderen nicht und wo kann ich dem anderen einen Millimeter vielleicht weniger Raum lassen. Also ich glaube, die ersten Wochen zeigen klar das, was im Prinzip im Wahlkampf angekündigt wurde vom Bundeskanzler, was in den Regierungsverhandlungen wir erlebt haben, nämlich einen neuen Stil, auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Und jetzt in Seckau-Berg auch wie Vizekanzler und Bundeskanzler vor die Medien treten und wie die Minister im Prinzip ganz konkret ihre einzelnen Punkte aus dem Regierungsprogramm schon angehen, ist absolut begrüßenswert. Und du hast das gesagt, der Familienbonus ist eine tolle Entlastung für Familien und morgen wird es beschlossen im Ministerrat mit 2019, also jeder, der Kinder hat oder Kinder bekommen wird, glaube ich, kann sich auf eine deutliche Entlastung seitens des Staates freuen. Nicht jeder. Doch jeder, es gibt morgen auch, jeder, selbstverständlich. Weil diejenigen, die keine Steuern zahlen. Das ist nicht korrekt. Nicht. Schauen wir uns mal den Ministerratsvortrag im Detail an. Also es wird auch für jene, die keine Steuern bezahlen, Maßnahmen geben. Genau. Also Alleinerzieher auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Menschen, die quasi noch keine Einkommensteuer bezahlen, weil sie zu wenig verdienen. Auch für die wird es Punkte geben. Schauen wir uns mal gleich an. Wie wird das ausschauen? Es wird, also meines Wissens... Bis jetzt schaut es nicht danach aus. Das habe ich anders gelesen, also ich gehe davon aus, dass es kommt. Ja. Und insofern ist das eine tolle erste Maßnahme, auch für Familien. Und also ich bin total positiv gestimmt, ja, und freue mich auf das, was kommt. Aber der Kommandant, sozusagen eine Maßnahme, die natürlich auch ihre negative Seite hat, weil natürlich diejenigen profitieren, die eh schon am meisten haben, profitieren dann mehr. Jetzt kann man sagen, okay, das kann man irgendwie rechtfertigen, aber man kann auch genauso gut sagen, man könnte was anderes rechtfertigen, nämlich dass sie diesen mehr brauchen, endlich mehr bekommen. Aber es gibt eine derartige Fülle von Maßnahmen, ja, die in Wirklichkeit eine Maßnahme des Grauens sind. Ja. Also wenn man sich, allein nicht das, was jetzt beschlossen worden ist mit den Kinderbeihilfen für das EU-Ausland. Ja. Das Ergebnis davon wird sein, ja, dass die Kinder der Putzfrau aus Rumänien, oder nicht der Putzfrau, derjenigen aus Rumänien und aus Bulgarien, die unsere alten Familien und Väter und Mütter pflegen, die kriegen weniger Kinderbeihilfe, obwohl sie es unbedingt brauchen, weil das de facto ein Gehaltsbestandteil für die ist. Und der Manager aus der Schweiz, weil dort ein höheres Kostenniveau ist, kriegt eine höhere Kinderbeihilfe. Ich meine, das ist doch so absurd, ja, dass sozusagen der Manager aus der Schweiz wird erhöht und die Pflegerin aus Bulgarien wird reduziert. Und jetzt kann man sagen, wie bei den Flüchtlingen, ja, Schikanieren der Leute hat eine Steuerungswirkung. Wenn ich die Flüchtlinge hier schikaniere, dann kommen weniger, weil sie in Syrien rumspricht. Ja? Dieses Argument wäre mir zwar nicht sympathisch, aber ich könnte es noch wenigstens verstehen. Ja? Aber welche Steuerungswirkung hat die Pflegerinnen unserer Väter und Mütter oder Großeltern zu quälen, damit weniger kommen? Ja, das ist doch absurd. Abgesehen davon, dass das natürlich europäisch, also absolut also, nicht. Abgesehen davon, dass ich wirklich es für eine humanistische Schande halte. Ja, aber außerdem noch europäisch nicht rechtmäßig ist. Ja, und das wird noch einen Konflikt geben. Aber es sind ja nicht nur das, die Maßnahmen, die also so quasi gemein sind gegenüber den Ärmeren, sondern es gibt ja einen ganzen Haufen. Also die die Abschaffung der Aktion 20.000. Also 50.000 Langzeitarbeiter. 20.000. Nein, 50.000 sind es. Aber man hat hier, so, ja. Man wollte 20.000 wollte man in Brot und Arbeit bringen. Die schauen jetzt durch die Finger. Gut? Nein, das ist nicht gut. Das sind die Wähler auch der FPÖ. Ja? Also was wir hier haben jetzt Kürzung schon ganz der Mindestsicherungen. Ja. Kürzung der Mindestsicherung. Beschäftigungsbonus abgeschafft. Das heißt, dass Unternehmen, die neue Arbeitsplätze schaffen, hier eine Reduzierung der Sozialen. Wobei, über das könnte man sogar noch diskutieren. Nein, aber das kann man diskutieren. Also was ich sagen will, ist, ich meine, das ist im Grunde genommen
ist das eine Aktion gegen die Armen. Ich wollte gerade sagen, also was sich hier jetzt gerade kristallisiert ist, die, sag ich mal, die linke Studiohälfte hier echauffiert sich. Die Oppositionsstudiohälfte. So macht man das in der Opposition. Die echauffiert sich gerade gewaltig. Da wird sich die FPÖ nochmal dran gewöhnen müssen. Die echauffiert sich gerade gewaltig über diese Maßnahmen, die gesetzt worden sind. Ja. Steht da jetzt ein bisschen der Vorwurf der sozialen Kälte im Raum? Sie beide haben geschmunzelt, während sich die beiden hier übertroffen haben mit Ausführungen. Warum? Was ist da zum Lachen? Dieser schöne Satz, der Standort bestimmt den Standpunkt, ist hier wieder eindrucksvoll vorgeführt worden. Der Herr Miesig als Biograf von Herrn Kern weiß natürlich ganz genau, dass eines der allerersten, großartigsten Ideen des Herrn Kern als SPÖ-Vorsitzender war, die Kinderbeihilfe ins Ausland zu streichen. Nicht die erste, sondern die zweite große Idee des Herrn Kern, Plan A, war den 12-Stunden-Tag einzuführen, Arbeitszeitflexibilisierung. Heute tritt er dagegen auf. Standort bestimmt den Standpunkt. Dabei ist das auch einer der größten Errungenschaften dieser Regierung, dass sich Ein Zwölf-Stunden-Tag kann ich so nicht unterbrechen. Ja, aber das müssen wir jetzt diskutieren. Singen können wir gemeinsam und diskutieren geht nicht. Das ist, eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, die ja natürlich notwendig ist, die Ihr Parteivorsitzender Kern genauso auf den Weg gebracht hätte. Sie sind der Biograf von ihm, daher wissen Sie das genau, dass es ein Vorteil ist, eine Freiheit für die Menschen, dass sie sich selber aussuchen können, wann sie arbeiten und wie viel. Wenn sie mehr arbeiten, verdienen sie mehr. Wenn sie weniger arbeiten und mehr Freizeit haben, können sie die Freizeit konsumieren. Wunderbare Sache. Und jetzt könnte jeden einzelnen Punkt, ich habe deshalb geschmunzelt, weil wenn das die einzigen Kritikpunkte sind, die jetzt gekommen sind, dann kann man jeden einzelnen Punkt, der eine wurde sogar von Ihnen, Herr Miesig, widerlegt, na Gott sei Dank ist der Beschäftigungsbonus weggefallen, weil das ist ja das Unnötigste in einer Zeit der Hochkonjunktur, wo Arbeitsplätze entstehen, wo die Arbeitslosigkeit sinkt, wo jeder Unternehmer ohnehin Arbeitskräfte einstellt, muss ich das nicht nur fördern mit Steuergeld, dann nehme ich das Steuergeld wirklich lieber für was anderes, für die wirklich armen Menschen. Das ist wirklich etwas. Und bei der Aktion 20.000 ist es ähnlich, verhält sich ähnlich. Wir haben geringe Antragszahlen gehabt, seit es gibt, ganz geringe Antragszahlen. Ja, man hat sie erwartet 20.000, wir haben glaube ich gehabt 1200 Modellregionen. Das hat ja noch gar nicht angefangen. Also völlig, völlige Totgeburt falsch. War diese Aktion. Millionen gekostet, die jetzt für Maßnahmen zum Beispiel für eine Mindestpension herangezogen werden können. Eine ganz tolle Sache der Regierung, dass endlich die Pensionisten die Mindestpension von 1200 Euro bekommen. Das ist auch eine Sache, die übrigens die Ärmsten... Die ist aber noch nicht beschlossen. Die kommt schon im Regierungsprogramm drinnen. Da hätte ich gerne die Finanzierungsrechnung. Wir haben jetzt über Punkte gesprochen, die alles noch nicht beschlossen sind. Das sind alles Vorhaben. Kein einziges Parlament ist noch kein einziges Gesetz beschlossen worden, außer als Bundesministerium. Das ist kein neues Gesetz. Es geht ja darum, welche Maßnahmen setzt die Regierung. Eine kommt jetzt, das ist richtig, im Ministerrat. Und das ist diese Sache, die wir am Anfang besprochen haben. Das heißt, dass wir künftig eben nicht nur, dass wir nicht ins Ausland Familienbeihilfen zahlen, sondern dass wir in Österreich den Kinderbonus den Menschen geben. Und das ist eine gute Sache. Und jetzt, es wird dann am Ende immer der Wähler entscheiden, da haben Sie ja völlig recht. Und das ist ja das Schöne, dass wir jetzt 4 Landtagswahlen haben. Jedes Monat eine Wahl, Jänner, Februar, März, April. Jedes Monat, immer am Ende des Monats, ist immer eine Wahl. Und da wird man dann sehen, ob diese Maßnahmen der Regierung diese Wahlen beeinflussen oder nicht. Ich sage Ihnen, sie werden es beeinflussen und zwar positiv für diese Regierung, weil die Menschen erstmals erleben, dass ein Ruck durchs Land geht und dass diese Regierung von Bundesseite für die Landtagswahlen einen Rückenwind mitgeben wird. Und wenn ich mich nicht ganz täusche und ich die Stimmung in der Bevölkerung einschätze, werden diese 4 Landtagswahlen für die Regierungsparteien ein positives Ergebnis bringen. Also Zu den Landtagswahlen kommen wir dann später noch, aber darf ich vielleicht noch eine Frage stellen? Herr Schütze, Sie sind wenig zu Wort gekommen. Sehen Sie das auch so, dass die Kleinstverdiener jetzt irgendwie da durch den Rost fallen und nur die Kleinverdiener davon profitieren? Plant die Regierung hier eine Belebung des Bürgertums, aber werden die Ärmsten der Armen noch ärmer werden? Wie sehen Sie das? Also ich glaube, ich möchte mich auf die Polemik oder auf Schreckensbilder, die nicht stimmen, gar nicht einlassen. Deswegen habe ich mich da jetzt zurückgehalten. Ich glaube, es ist natürlich schwierig für die Opposition, weil sie ist mit einer Regierung konfrontiert, die im Prinzip das umsetzt, was sie ankündigt.
Und das waren Entlastungsbereiche für Familien, für Unternehmer, für den Mittelstand und für eine Vielzahl an Bereichen, die dem Land gut tun und wofür diese Regierung auch gewählt wurde. Und jetzt pickt man sich natürlich oder versucht, Dinge herauszupicken, die man versucht zu kritisieren. Es wird nicht gelingen, man wird diese Regierung, glaube ich, auch nicht entzweien. Ich erwarte mir auch nicht den großen Streit, den jetzt alle herbeisehnen, fast ein wenig, sondern wir werden erleben, dass diese Regierung konsequent einfach ihre Punkte weiter abarbeitet. Und das werden Maßnahmen sein, die den Mittelstand unterstützen, das werden Maßnahmen sein, die Unternehmen unterstützen und es werden auch Maßnahmen sein, die kleinere Einkommen unterstützen und auch die keine Einkommensteuer zahlen, werden auch von dieser Regierung profitieren. Und dafür wurde sie gewählt, dafür wird sie arbeiten. Und insofern braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. In dieser Runde lassen wir Ihnen mal diese glorreichen Schlussworte. Wir kommen aber gleich wieder zurück. Nach der Werbung sprechen wir weiter über die Regierung. Genau genommen kritisieren wir sie vielleicht sogar ein bisschen oder besser gesagt analysieren wir sie ein bisschen, je nachdem, wie nett wir sind. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Jetzt auf OE24TV. Die Insider, der spannende Polit-Talk. Heute mit diesen Themen. Die neue Regierung im ersten Check. Wie gut sind Kurz und Strache? Was können die neuen Minister? Und was bringt das Wahljahr 2018? Die Insider, jetzt auf OE24TV. Robert Miesig, Jörg Hoffmann-Ostenhoff, Peter Westenthaler und Gregor Schütze. Jetzt die Insider, nur auf OE24TV. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da mit einer neuen Runde, die Insider. Heute mit vielen, vielen spannenden Themen. Ganz vorneweg dabei natürlich jenes, wie funktioniert denn die Regierung? Hat sie es drauf, hat sie es nicht drauf? Und allen voran da natürlich bei uns heute im Fokus sind die Chefs. Sebastian Kurz und HC Strache. Was können Kanzler und Vizekanzler? Sind die Erwartungen zu hoch? Werden sie sie erfüllen können? All das, über das sprechen wir heute hier bei den Insidern. Bei uns im Studio zu Gast Peter Westenthaler. Herzlich willkommen. Gregor Schütze, herzlich willkommen. Und dann haben wir Robert Miesig hier und natürlich Georg Hoffmann-Ostenhoff. Und in der letzten Runde haben wir die Regierung schon ein bisschen auseinandergenommen, insofern der Vorwurf der sozialen Kälte stand im Raum. Von Oppositionsseite wurde kritisiert, dass die Projekte, die die neue Regierung plant, eigentlich gar nicht so sozial sind, wie sie auf den ersten Eindruck vielleicht klingen wollen. Von wem kommt denn diese soziale Kälte? Ist es Kurz, ist es Strache? Wer ist denn jetzt da eigentlich so der kleine Teufel unter all den Engeln, die in den Politkreisen vorhanden sind? Naja. Ich würde mir sagen, wir haben natürlich auf der einen Seite die immer schon die Programmatik der ÖVP, die sozusagen Umverteilung von unten nach oben, das hat sich tatsächlich mit der, in der Koalition mit der SPÖ, haben sie sich blockiert, was wahrscheinlich noch das Beste war im Vergleich zu, also bei der Regierung wäre ich froh, es war jemand da, der blockiert. Und die FPÖ ist, was diese Dinge betrifft, einfach umgefallen. Ist einfach umgefallen. Hat ihre Wähler verraten und verkauft, einfach auch, um das zu bekommen, was sie wollte. Ja? Ich meine, das sind, glaube ich, auch zwei Elemente. Auf der einen Seite haben wir zu erleben oder zu erwarten, und auch wenn die Kollegen vis-à-vis da jetzt immer sagen, das Tolle ist, die Regierung hat sich lieb und das, was im Regierungsprogramm steht, wird schon nicht kommen. Es geht um das, was im Regierungsprogramm steht und was die Absicht ist. Ja? Und wir haben damit zu rechnen, dass es der dramatischste Sozialabbau in der Geschichte der Zweiten Republik wird und das wird viele und alle treffen. Aber das Zweite ist noch, wir sind doch in Österreich auch mit wir haben doch die Erfahrung, das Land lebt gut damit, dass es so etwas wie einen sozialen Ausgleich hatte, nicht Polarisierung so viel, dass insbesondere also das, was wir auch nicht gemacht haben, dieses Regieren von SPÖ und ÖVP, die Sozialpartnerschaft, das hatte ja auch gleichzeitig auch seine positiven Seiten, nämlich dass man eher gemeinsam geschaut hat, dass man fair gekommen ist, dass man es nicht eskalieren hat lassen, dass es irgendwie einen sozialen Ausgleich gibt. Das ist ein bisschen das österreichische Modell. Ja? Und das kann man natürlich alles wegschaffen. Man kann das alles wegrammen. Aber dann wird es halt auch nicht mehr so gemütlich sein. Ja? Und jetzt kann man sich fragen, vielleicht will man das. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen das eigentlich nicht wollen. Ja? Und eine Regierung, die das Land zerreißt, ja, und die polarisiert, ja, und in diese Richtung gehen sie, das wird das sein. Und insofern kann man sagen, wenn man jetzt Kurz und Strache beurteilen, ja, der Kurz zieht da schon durch, was er will und macht es auch professionell. Natürlich hat er, glaube ich, auch ein paar Hopperlas, also jetzt sozusagen, dass er dauernd schweigt,
tut ihm jetzt, glaube ich, auch nicht gut. Aber insofern auch insbesondere beim Strache ist es natürlich im Moment in einer schwierigen Situation. Ja. Bleiben wir vielleicht ganz kurz. Nur den einen Satz zum Strache noch, ja, weil so. Da sieht man auch, dass er Schwierigkeiten hat, in das Amt zu kommen. Ja, also zum Beispiel, was die Internierungslager für die Flüchtlinge betrifft, am Stadtrand, gibt er ein Interview im ORF, wo er das sagt und nächsten Tag sagt er, das habe ich ja nicht so gemeint, man darf mich da nicht wörtlich nehmen. Und das kann man natürlich machen als zuspitzender, überspitzender Oppositionsführer, aber als Vizekanzler der Republik wird man wörtlich genommen. Und das, was man sagt, muss man ernst meinen, da kann man nicht hinterher sagen, es war ein Schmäh. Trotz all der jahrelangen politischen Erfahrung hat Strache da vielleicht noch ein bisschen ein Aufholpotenzial. Muss er was lernen? Naja, also wenn ich den Ball aufnehmen darf, die Frage war ja, wie gehen die zwei voran? Ne? Und im Prinzip muss man einer Regierung, die wenige Wochen im Amt ist, schon zugutehalten, dass sie eine gewisse Einarbeitungszeit einfach für sich in Anspruch nimmt. Und ich glaube, gerade ein Ministerkabinett, das aus so vielen Experten aus den verschiedenen Fachbereichen entstammt, die haben jetzt ein bisschen Zeit, dass man sich einarbeitet. Und das ist gut so. Und Kurz führt das in meinen Augen extrem souverän. Ja, also man hat den Seckerberg erlebt, er gibt eine klare Linie vor. Man spürt auch eine Harmonie zwischen Strache und ihm. Also, und das ist ja auch das, wofür diese Regierung gewählt wurde. Ja, also der Wähler hat ja ein klares Zeichen gesprochen, dass er nicht eine Form von, jetzt nehme ich deinen Punkt auf, eine Form von Gemütlichkeit und dahinwurschteln, ja, sondern der Wähler hat gesagt, jetzt macht es gescheit und macht es ordentlich. Und dafür ist diese Regierung da. Und ich glaube, so wie die beiden vorangehen, erlebt man das auch. Ich darf nur einen Satz zur mittlerweile bis zum Abwinken zitierten sozialen Kälte. Das kommt mir so ein bisschen vor, wie im Winter muss es kalt sein und wenn Schwarz-Blau regieren, muss es sozial kalt sein. Und wir erleben jetzt, wir haben Winter und es ist eigentlich gar nicht kalt, sondern es ist meteorologisch nicht kalt, obwohl Winter ist. Und wir haben auch eine türkisblaue Regierung, wo von sozialer Kälte überhaupt keine Spur ist. Ich frage mich, wo sie das alles herauslesen. Das, was bis jetzt beschlossen worden ist, da ist aber kein Millimeter soziale Kälte dabei. Das Programm wurde beschlossen, das ist natürlich noch nicht Gesetz, ja, aber ich kann doch davon ausgehen, lassen Sie sich überraschen, dass Sie das wollen. Lassen Sie sich überraschen, dass die ein Regierungsprogramm beschlossen haben, schauen, die soll das nicht Programm nicht ernst nehmen. Ich werde Sie auch in Zukunft in der Diskussion kein einziges Mal unterbrechen. Ich werde Ihnen aufmerksam zuhören und dann meine Chance, meine Zeit ist so nutzen, Ihnen Ihre Argumente zu widerlegen. Es gibt keine soziale Kälte. Dann brauchen wir doch nicht diskutieren. Es gibt, wir diskutieren sehr, sehr wohl und ich habe Ihnen vorher erklärt, ja, dass Sie das sagen, das Regierungsprogramm sollen wir nicht diskutieren, ja, weil es noch nicht beschlossen ist. Aber es wird eben noch es wird auch das Regierungsprogramm im Detail, zum Beispiel was die Arbeitslosenversicherung, was anbelangt die Notstandshilfe, all diese Punkte, die jetzt besonders in der Kritik stehen, weil das sind ja die Versatzstücke für soziale Kälte. Es ist zwar noch kein einziger Regierungsvortrag da, aber es ist schon sozial kalt. Irgendwas muss ich doch ernst nehmen, wenn ich das Regierungsprogramm nicht ernst nehmen darf. Auf Vorrat schon erfrieren in der sozialen Kälte. Ja. Sagen, ich erfriere mal, aber schau, erst das kalt. Es ist absurd. Es ist absurd zu sagen, es gibt ein Regierungsprogramm, aber es ist wurscht. Aber warum heben Sie sich nicht die soziale Kälte? Jetzt haben Sie 5 Jahre, müssen Sie jetzt jeden zweiten Tag die soziale Kälte programmieren. Nein, das nutzt Sie ja ab. Das glaubt Ihnen da keiner mehr. Sie müssen ja andere Kritikpunkte. Ich kritisiere auch einige Punkte an diesem Regierungsprogramm. Gefällt mir auch nicht, manche Punkte. Aber die soziale Kälte ist kein Punkt, den man zum jetzigen Zeitpunkt kritisieren kann, weil es nicht gibt. Bevor es hier noch zu heiß wird wegen der sozialen Kälte, genau, würde ich vorschlagen, bleiben wir noch ganz kurz bei den Hauptprotagonisten dieser Regierung. Ja. Strache und Kurz. Der Kurz lebt mit dem Vorwurf, dass er einfach zu glatt ist. Viele Leute sagen irgendwie so, der ist so glatt, der macht keine Fehler, der ist nicht angreifbar, der setzt immer so auf Harmonie, auf Reden. Es gibt keine öffentliche Diskussion. Strache und Kurz machen alles hinter verschlossenen Türen. Ist das irgendwie so, dass das womöglich langweilig wird, wenn der Kurz jetzt dauerhaft so fad bleibt, sage ich jetzt mal provokant, und einfach keine Fläche für Angriffe bietet? Abwarten. Also hinter dieser Kette scheint mir auch ein Mangel an Visionen zu stehen. Ja? Und das wird irgendwann rauskommen. Ja? Aber gut. Sie glauben, dass da kurz eine Mogelpackung ist, wenn Sie sagen? Keine Mogelpackung, aber ist wenig drinnen. Ja? Ich meine, es ist ein ganz wiffer Kerl, ja, offensichtlich, ein sehr geschickter Politiker, mit auch einer Ausstrahlung, aber inhaltlich ist wenig drinnen. Und das zeigt ja auch, dass er, jetzt geheißen hat, der Strache wird so Schwierigkeiten kriegen, weil er seine Klientel verraten hat oder verrät.
man muss auch sagen, die FPÖ hat sich in weiten Teilen im Regierungsprogramm durchgesetzt. Und nicht nur im Regierungsprogramm, sondern auch in der personellen Fragen. Also dem Innenministerium, Außenministerium, im Grunde genommen auch Justizministerium, Verteidigung. Hallo, das ist ja, die haben also die wesentlichen Hardcore-Ministerien. So, und da haben sie auch durchgesetzt in der Frage der Ausländer. Ja? Also der radikal-nationalistische Kurs der FPÖ, sagen wir es einmal so, wie es ist, ja? Der international gesehen wird als extrem rechts, hier sagt man rechtspopulistisch, aber gut, international sagt man halt, das ist rechtsextrem. Gut, der hat sich durchgesetzt. Das sieht man in den ganzen Fragen der Ausländerfrage, um jetzt wegzukommen von der sozialen Kälte. Nicht? Es ist eine Gemeinheit, ja? Eine Gemeinheit gegenüber den Ausländern, gegenüber den Migranten, gegenüber den Asylwerbern. Es ist ein Klima, man sieht immer nur, sind die gefährlich, sie sind eine Problem also Kurz und Strache und so weiter. Als die klassischen Populisten, kann man das so, bitte? Kurz und Strache, die klassischen Populisten, so stellen Sie die jetzt da, kann man das so sehen? Sturz und Krache. Verwechselbar. Herr Schütze, wie sehen Sie es? Mir tun die Herren fast leid, weil sie so, was ist das alles furchtbar? Ja? Also ich sehe das nicht so. Und international, ja. Sie haben das richtige Stichwort gesagt, international ist Sebastian Kurz als erstes nach Brüssel gereist. Jean-Claude Juncker hat sich dort das Regierungsprogramm im Detail angeschaut, hat es begrüßt, hat gesagt, das ist ein klar proeuropäischer Kurs, das findet er gut. Wir werden erleben den Bundeskanzler Ende der Woche noch in Paris und nächste Woche bei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das heißt, er macht erste Schritte als Bundeskanzler auf internationalen... Das ist das Gute. Da muss ich ihn jetzt ganz kurz... finde ich gut. Ja? Stopp, lassen Sie mich eine Frage stellen, schauen wir, ob Sie noch so gut sind. Weil Sie haben da was Interessantes in den Raum geworfen. Ist es nicht irgendwie ein bisschen komisch, dass unser Bundeskanzler zu Macron fährt, zur Merkel fährt, aber unsere Außenministerin die erste Reise im Bummelzug nach Bratislava antritt? Wären das nicht eigentlich Antrittsbesuche, die vielleicht die Außenministerin machen sollte? Ist die FPÖ vielleicht nur nach außen hinterher zu stark? Oder? Die hat keine EU-Kompetenz. Also da haben wir schon. Also hat sie keine EU? Die Karin Kneißl ist für Sie... Die ist nur für EU-Ausland zuständig. Es ist nach Räten aufgeteilt und bisher war eben noch kein Außenministerrat, wo die Frau Außenministerin... Sie wird natürlich auch dorthin fahren. Sie wird auch prominentere Nachbarn und auch prominentere, größere Länder besuchen. Es wird alles kommen, aber sie hat sich jetzt erlaubt, ein kleines Nachbarland, mit dem wir gut zusammenarbeiten, mit der Bahn zu besuchen, finde ich ganz hervorragend. Das ist ganz was Neues, was sie da macht. Finde ich super. Und sie wird schon, nur keine Sorge, die Frau Kneißl, das wird eine Außenministerin sein. Da werden wir noch sehr viele Freude haben mit ihr. Aber darf ich noch kurz sagen zu dem, also ich finde es gut, dass der Kurz also zuerst nach Brüssel, dann nach Deutschland, dann nach Frankreich, dann nach Deutschland fährt. Also das sind die richtigen Adressen, dass er nicht zuerst nach Ungarn fährt oder in die Schweiz. Ja? Bitte, oder Warschau. Ja? Also das sind schon ganz gute Zeichen. Also und auch die Frau Kneißl hat bis jetzt absolut keinen Fehler gemacht. Nur die Geschichte des dauernden Betonens, wie proeuropäisch man ist, das ist mit der Realität dessen, was wir wissen, nicht zu vereinbaren. Also es wird dauernd betont, Subsidiarität, das heißt, ein schwächeres Europa, kein stärkeres Europa, ein schwächeres Europa. Es wird zweitens einmal wird gesagt, die Asylfrage, das soll, also die Asylanten, die sollen nicht verteilt werden, das soll nicht auf europäischer Ebene. Jedes Land soll selber entscheiden, wie sie umgeht mit dem Asyl. Das ist nicht proeuropäisch. Ja, das ist ein Zug hin zu Renationalisierung. Und natürlich wird er das, ich meine, man muss ja auch schauen, dass man mit den Mächtigen innerhalb der EU zurechtkommt. Also er wird natürlich das diskutieren. Aber das Faktum ist natürlich, das ist die nicht antieuropäische, nein, nicht antieuropäischste, aber die EU-skeptischste Regierung, die Österreich je gehabt hat. Also erst einmal freue ich mich sehr, dass ich dem Herrn Hoffmann-Ostenhoff etwas Positives abgewinnen konnte. Zweitens muss ich Ihnen jetzt leider widersprechen, weil in meiner Überzeugung ist das Prinzip der Subsidiarität eigentlich ein klar europäisches Prinzip, Punkt 1. Punkt 2, dass man Europa stärkt, indem man gewisse
auch unangenehme Bereiche anspricht und sagt, das mit der Flüchtlingsfrage, das funktioniert so nicht, das müssen wir uns anders überlegen. Und auch im Bereich doch nicht auf nationalschädlicher Ebene, das muss man europäisch lösen. Ne? Wir haben das mit dem Unterbrechen, glaube ich, besser drauf. Ihr seid ja harmonisch, ne? Also so wie die Regierung. Also ich glaube, insofern kann ich das einfach nicht so stehen lassen, ja, weil die Dinge, die, glaube ich, am Tisch liegen, sind klar pro-europäisch. Und auch der EU-Minister Gernot Blümel war heute in Brüssel, hat, glaube ich, einen guten Tag gehabt. Und insofern tut die Regierung auch das, was sie ankündigt. Und ich glaube, um das geht es, auch wenn es Ihnen nicht gefällt. Und was man noch sagen muss, der Herr Orban hat heute oder gestern hat er gesagt, er ist sehr froh also über die Regierung. Das ist eine Wiederherstellung der Demokratie in Österreich. In manchen Augen wäre das durchaus ein zweifelhaftes Kompliment, wenn es von Herrn Orban kommt in diesen Worten. Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Ministern. Gibt es bei Ihnen in der Runde, sagen Sie, da gibt es den einen oder anderen Minister, die eine oder andere Ministerin, die für eine echte Überraschung sorgen könnte? Wer könnte denn so ein echtes Polit-Highlight werden unter den Ministern? Herr Westenthaler, haben Sie da jemanden im Auge, wo Sie sagen, von der oder dem verspreche ich mir besonders viel? Oder gibt es vielleicht eine Niete drunter? Wer weiß? Ich bin doch überhaupt kein Prophet. Noch dazu muss ich gestehen, dass ich nicht alle kenne. Ich kenne die auf der Seite der FPÖ. Da ist für mich eine positive Erscheinung der Innenminister Kickl, der das bisher sehr unaufgeregt und sehr, muss man sagen, sehr lässig eigentlich und auch sehr, sehr gut macht mit seinen bisherigen Tätigkeiten. Wie gesagt, alles noch sehr kurz. Ich schränke das ein bei allen Ministerien. Aber bleiben wir vielleicht ganz kurz beim Herrn Kickl. Es hieß, Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Wilimski abgelehnt als Minister, hat Gudenus abgelehnt als Minister und hat es in Herrn Kickl doch zugelassen als Minister. Das hat für manche durchaus für ein wenig Verwunderung gesorgt. Wie haben Sie das aufgenommen? Also ich will jetzt den Bundespräsidenten jetzt überhaupt nicht beurteilen, schon alleine deswegen, weil das wirklich Dinge sind, dieses ganze Regierungsprogramm erstellen, da einwirken, da vielleicht das eine oder andere verhindern, was hinter Tapetentüren stattfindet. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er seinen Spielraum ausgelotet hat oder ausgenützt hat oder da nicht an die Grenzen gegangen ist. Natürlich stellt man sich die Frage, wann der Filimski nicht Innenminister wäre, warum darf es der Kickl? Ja, einer der schlimmste Finger der FPÖ. Ja. Sie lachen, Herr Westenthaler, Sie lachen heute viel. Was ist so lustig? Ja, aber der schlimmste Finger der FPÖ, ja, sozusagen innerhalb einer rechtsradikalen Partei am rechtesten Scharfmacherflügel, der unlängst den Hasspredigerkongress da in Linz eröffnet hat. Das ist eigentlich eine Person, die man sich sozusagen schon aus Staatsräson, das ist ja nicht herzeigbar, nicht als Innenminister vorstellen will, wenn man schon nicht aus demokratiepolitischen Gründen als Bürger des Landes sich vorstellen will. Und ich meine, auch wenn der Herr Westenthaler da jetzt alles ein bisschen schön redet, ich meine, wie ich Minister beurteile. Ja, ja, aber Sie sehen, der Herr Kickl ist genauso lang wie alle anderen, nämlich sehr, sehr kurz, seit ein paar Tagen Minister. Und da, was er in seiner Ministerschaft bisher getan hat, ist erstens sehr unaufgeregt, zielgerichtet und die Punkte, die er sich vornimmt, sind eigentlich okay. Ich wollte nur einen ganz anderen Punkt machen. Ich meine, diese FPÖ, ja, die da jetzt mitregiert, das sind die in der FPÖ, deren wegen der Herr Westenthaler zurückgetreten ist und aus der Regierung herausgegangen ist. Aus der Regierung, naja, ist auf der anderen Seite geblieben, ne? Auf der anderen Seite, die sozusagen damals den Putsch gegen Haider gemacht hat und letztlich gegen Sie. Entschuldigen, wir wissen alle, wann die Kameras ausgeschaltet sind, das ist ganz andere, die gar nicht mehr in der Politik sind. Aber ich mein, das wäre dann für eine neue Sendung Thema, ja. Herr Westenthaler, auch dazu laden wir Sie wieder ein. Relativ klar, das muss doch der Herr Westenthaler wissen. Nicht, also wir haben in der FPÖ haben wir einen wirklichen Rechtsruck in den letzten Jahren erlebt. Also gemessen an der Haider-FPÖ ist jetzt das nach rechts gerückt. Das sich ausdrückt darin, dass also die Führung der FPÖ zu einem Großteil aus deutschnationalen, sehr rechten Burschenschaften besteht und dass jetzt in die verschiedensten Positionen des Staates jetzt wieder Burschenschafter kommen. Und da sage ich, das ist irgendwie eine seltsame... Er ist kein Burschenschafter. Ja, das weiß ich. Ja, aber die Leute, die er jetzt einsetzt, also als Kommunikationsdirektor und solche Leute, das sind natürlich Burschenschafter. Und
Und muss man sagen, das entspricht so überhaupt nicht, das ist schon nicht normal. Haben das Sie entspricht auch, wie wenn Sie daran denken, dass im Parlament so viele Burschenschafter wie noch nicht im Parlament sitzen? Sondern ich habe Bauchweh, dass Burschenschafter, die allesamt irgendwie deutschnational sind, was mich nicht so wahnsinnig stören würde, aber das sind recht, ganz rechte Burschenschafter, braucht man sich nur anschauen. Entspricht das der Realität? Wo, also der RFS, ja, der ringfreiheitliche Studenten, zu ihrer Zeit war der nur ein bisschen stärker, der hat heute 1% bei den Hochschülerschaftswahlen. Und jetzt sind also die Mehrheit der einen Regierungspartei und in den Ministerien sind lauter schlagende Verbindungsleute, Schmissige, die da Schmisse haben, die kämpfen in den Buden mit Säbeln. Irgendwie sehr seltsame Geschichte. Und da sage ich, das ist nicht normal. Ja, das ist nicht normal. Aber liegt der Fehler nicht, also wenn man das Fehler nennen möchte, liegt es nicht vielleicht daran, dass gerade solche Organisationen einen regen Zulauf verzeichnen, daran, dass vielleicht andere linke Organisationen zu wenig getan haben? Die haben keinen regen Zulauf. Nein, die haben keinen regen Zulauf. Die sind nur mächtig, weil die FPÖ, auch ihre Basis, die Basis der FPÖ ist überhaupt nicht, sind keine schlagenden Verbindungen. Die Basis der FPÖ ist eine ganz andere. Aber an der Spitze und Die Rückgrat, muss man sagen, nicht Spitze, das Rückgrat der FPÖ, also diejenigen, die dort was zu sagen haben, das sind schlagende Verbindungsleute. Und das ist eine totale andere Partie als zur Zeit vom Westenthaler, wo jungen, weniger ideologische Leute das Sagen gehabt haben. Also das heißt, die FPÖ in der Regierung ist in Ihren Augen ein bisschen ein Risiko, was man heute gar nicht so richtig abschätzen kann. Was heißt ein bisschen Risiko? Was heißt ein bisschen Risiko? Das ist eine Katastrophe. Lasst die Arbeit. Nein, sozusagen von einer Regierung dieser Art muss man dafür sorgen, dass sie keine Taten setzt und nicht jede demokratische Regierung hat eine Chance verdient. Und dann, ihr werdet das kritisieren, wenn es einen Fehler macht, und dann wird man sehen. Wir gehen jetzt völlig fehlerfrei in die Werbung, sind gleich wieder zurück mit einer letzten Runde von Die Insider. Bis gleich. Jetzt auf OE24TV. Die Insider, der spannende Polit-Talk. Heute mit diesen Themen. Die neue Regierung im ersten Check. Wie gut sind Kurz und Strache? Was können die neuen Minister? Und was bringt das Wahljahr 2018? Die Insider, jetzt auf OE24TV. Robert Miesig, Jörg Hoffmann-Ostenhoff, Peter Westenthaler und Gregor Schütze. Jetzt die Insider, nur auf OE24TV. Ja, und da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen zur letzten Runde von Die Insider. Wir sprechen heute über die Regierung und checken mal die Lage so ab. Was können denn Kurz und Strache? Was haben die neuen Minister so drauf? Über all das haben wir schon gesprochen. Aber die Regierung ist nicht nur für das verantwortlich, was auf Bundesebene passiert, sondern wird auch ganz ausschlaggebend sein für die Ergebnisse der Landtagswahlen. Und davon gibt es heuer einige. Wir schauen uns jetzt mal das Wahljahr 2018 an. Konkret gesagt, was denn die neue Regierung für die Ergebnisse im kommenden Wahljahr bedeuten wird. Zum Beispiel, wenn man nach Niederösterreich blickt, Johanna Mikl-Leitner, die ehemalige Innenministerin, steht da an prominenter Stelle. Herr Westenthaler, was versprechen Sie sich von der Landesmami Hanni? Schafft sie es nicht? Keine Ahnung. Die Umfragen sehen hier ein knappes Rennen. Sie macht es sehr geschickt, diesen Wahlkampf. Sie hat es sehr gut eingefädelt, indem sie nicht aufhört, ihr Mantra vorherzuschieben und zu sagen, die Zeit der absoluten Mehrheit ist vorbei. Ja, damit ist einmal schon der Wind aus den Segeln genommen, wenn es nicht klappen würde. Ich glaube aber, dass es noch immer möglich ist, dass sie knapp an die Absolute kommen könnte, dass das ein realistisches Ziel ist, aber es wird knapp jedenfalls. Ganz generell, wir haben jedes Monat am Ende eine Wahl, wir haben 4 Landtagswahlen und ganz generell wird man zur Ansicht kommen dann im Mai, wenn dann die ganzen Wahlen vorbei sind, dass es wahrscheinlich für die Bundesländer ähnlich wie auf Bundesebene auch hier eine Kooperationsform geben wird zwischen Schwarz und Türkis. Das zeichnet sich ab, was für jedes einzelne Bundesland Sinn macht. Na, selbstverständlich hat ein... Zwischen Schwarz und Blau, jetzt haben wir selber verdammt, zwischen Türkis und Blau, ganz genau genommen. Die Farbenlehre, Türkisch-Blau könnte man. Was aber auch fürs Bundesland selber, wenn man kennt den Föderalismus und die Zusammenarbeit auch zwischen Land und Bund, durchaus von Vorteil ist. Also es ist immer so, wenn eine schwarz-blaue Regierung ist, dann ist klar, dass ein schwarz-blau geführtes Bundesland hier bessere Zugänge hat.
hat und auch für das Land viel mehr erreichen kann. Und wenn man alle Umfragen sich anschaut, geht das in diese Richtung. Das heißt, anders als bei den letzten Serien von Landtagswahlen versteckt man die Bundespolitiker nicht und sagt, kommt es nur ja nicht in mein Land, weil es stört mich, sondern man wird sie einsetzen, weil derzeit eine gute Stimmung ist, sieht man in allen Umfragen, eine Stimmung mit Rückenwind für diese Regierung und daher auch für beide Parteien bei den Landtagswahlen. Am dramatischsten wird es wahrscheinlich in Kärnten ausfallen, stelle ich mir vor, weil dort, wie es zumindest im Moment ausschaut, die Chance gibt, dass es auch wieder zu einem Landeshauptmannwechsel kommen kann, gemessen an dem Nationalratswahlergebnis, wo die FPÖ stärkste Partei wird. Das wird sicherlich die spannendste Wahl für mich, weil es hier tatsächlich um zwei Richtungen geht, die dort antreten und um den Landeshauptmann rittern. In den anderen drei Bundesländern, muss man ehrlicherweise sagen, ist der ÖVP gesetzt, da wird es keine Änderung geben. Da gibt es drei ÖVP-Landeshauptleute, starke Zugewinne der FPÖ, stagnieren bis Verluste für die SPÖ, weil die dort leider sehr schwach aufgestellt sind und die Grünen kämpfen überall mit Gatsch. Also es ist eigentlich sehr ähnlich sind diese Wahlen, aber Kärnten wird wahrscheinlich die herausragendste sein. Herr Schütze, Sie haben schon zustimmend genickt, Türkis-Blau im absoluten Siegeszug auch in den Ländern. Naja, das ist ja das Tolle an Wahlen, ja, dass wir alle eine Rechnung präsentiert bekommen. Ja, und ob sie uns jetzt nicht gefällt oder schon gefällt, also ich glaube, wenn man es sich strukturell anschaut, Hanni-Mikl-Leitner ist, glaube ich, längst über die, wenn man gesagt hat im Vorfeld, na, wie wird das mit den Fußstapfen von Erwin Beul und so, also ich glaube, sie hat sich wunderbar in dieser Rolle gefunden. Ja. Wie das mit der absoluten Mehrheit ist, wird man sehen, aber ich glaube, dass das ein gutes Ergebnis wird. Ja. Und dann die nächsten Schritte, Günter Platter und Wilfried Hasler in Salzburg, werden, glaube ich, tolle Bestätigungsergebnisse bekommen. Und dann wird es natürlich, und insofern hat Peter Westenthaler recht, wird es extrem spannend in Kärnten, weil die SPÖ ist eigentlich völlig nur mit sich selbst beschäftigt. Und wie wird das jetzt in Wien? Und also das ist nicht wirklich Rückendeckung für den Peter Kaiser. Und insofern wäre Kärnten natürlich eine großartige Chance, dieses Land wieder zu drehen. Also die konservative Seite zeichnet da schon eigentlich ein ganz klares Bild. Ist es auch so klar? Ja, ich würde übereinstimmen, dass also jetzt der Schwung, der durch diese Wahl da ist, wird wahrscheinlich mitgenommen werden, anzunehmen. Ein Glück hat diese Regierung, dass die Konjunkturdaten relativ gut sind, ja, die mit ihrer Performance überhaupt nichts zu tun hat, aber die sind teilweise auch verursacht, also durch international, aber auch verursacht durch die Politik der vorherigen Regierung. Aber gut, das heißt, es wird wahrscheinlich bis Mai, wann ist die letzte? In der April ist die letzte. Wird wahrscheinlich also so quasi das Desillusionierungsprozess noch nicht so eingesetzt haben, dass sich das ausgeht. Aber wir wissen da überhaupt nicht, weil alle Voraussagen sind im Moment also eher unmöglich. Das zeigen x Beispiele der letzten Zeit. Also ich würde keine Hand in irgendein Feuer legen, aber die Tendenz scheint mir schon so zu sein, dass das gut für die jetzige Regierungsparteien ist. Herr Miesig, was sagen Sie, reißen die Roten gar nichts mehr? Das würde ich so nicht sagen, aber ich möchte das Bild jetzt hier ein bisschen irritieren oder sozusagen da ein anderes Bild zeichnen. Ich finde es aber als vorweg auch ein bisschen, wie soll man sagen, bezeichnend oder zeichnend, wie sich sozusagen die andere Seite sozusagen mit glückstrahlendem Gesicht auf eine Totalumfärbung des Landes, sodass nur mehr überall Schwarz-Blau regiert wird, freut. Ich würde fast sagen, egal wie man politisch steht, ist es eigentlich nichts zum Freuen. Man überall nur mehr eins regiert. Also wir haben in dem Land Sozialdemokraten an der Regierung, im Land, im Bund, beim Land gehabt. Wir haben Grüne in der Regierung, im Augenblick in verschiedenen Landesregierungen. Das ist nicht so schlecht fürs Land, dass es sozusagen da einen gewissen Pluralismus gibt und die Freude, die hämische Freude über die Auslöschung des Pluralismus in dem Land, finde ich ein bisschen erschreckend. Wenn wir jetzt zu den Wahlen selbst gehen, dann glaube ich, dass es weder so ist, dass die Opposition einen Rückenwind bei diesen Wahlen haben wird, also jetzt die Bundesopposition, noch dass man das, wie die Wahlen ausgehen werden, dramatisch auf den Rückenwind durch die Bundesregierung ansehen soll. Ja, also der Herr Westenthaler hat das in Wirklichkeit implizit eh auch gesagt, es sind lokale Wahlen mit lokalen Eigenheiten. Die ÖVP in Niederösterreich ist natürlich eine Riesenmacht. Die SPÖ in Niederösterreich hat seit Jahren sozusagen auch von der organisatorischen Seite her kaum ein Bein auf dem Boden. Also da gibt es keine großen Ausschläge. Ich weiß nicht, was die SPÖ bei der letzten Wahl gehabt hat, 20%. Naja, wenn sie
sie Glück, wenn sie gut abschneidet, hat sie 22, wenn sie schlecht abschneidet, hat sie 18 und die Wahrscheinlichkeit liegt irgendwo dazwischen. Ja, dass die Grünen nicht gerade in einer Gesamtsituation sind und auch in den einzelnen Bundesländern, wobei das ist auch wieder unterschiedlich. In Tirol sind sie wahrscheinlich noch am besten aufgestellt, in Kärnten sind sie eine Katastrophe und so weiter und so fort. Und auch letztendlich die Kärntner Wahl, egal wie sie ausgeht, ja, wird eine lokale Wahl sein. Ich glaube, wenn die SPÖ dort gewinnt, ja, und den Landeshauptmann-Sessel verteidigt, würde ich mich auch nicht hinstellen und sagen, das ist jetzt der Rückenwind des Bundes oder die Desillusionierung von Schwarz-Blau im Bund, sondern in Wirklichkeit wird Peter Kaiser aufgrund seiner Popularität in Kärnten und seiner letztlich Unangefochtenheit als Person das Ausreißen im Verhältnis besser, als die Partei selbst da jetzt abschneiden würde, oder es wird nicht gelingen. Ja? Letztendlich sind das alles sehr, sehr lokale Angelegenheiten, die wahrscheinlich auch am gesamtpolitischen Klima, Rückenwind für Regierung oder Rückenwind für Opposition, nichts ändern wird. Ja? Also wir werden am Ende dieses Mai oder dieser Wahlsaison in keiner dramatisch anderen Situation sein als jetzt. Ja, da widerspreche ich ganz heftig, das ist eben nicht so. Erstens glaube ich, dass wir in einer anderen Situation sein werden nach dieser Serie von Landtagswahlen, weil die Wahlergebnisse ganz anders sein werden. Ich glaube, es wird dramatische Veränderungen geben in einem Bundesland, in anderen. Man darf nie vergessen, wir kommen dort aus einer Zeit vor 5 Jahren. Das heißt, wir haben in allen Bundesländern die Splitterparteien, die sehr gut abgeschnitten haben. Wir haben es in Kärnten noch ein PZÖ mit 6%. Wir haben das Team Stronach in Niederösterreich mit 11%. Das sind alles Stimmen, die noch am Markt sind und die natürlich aufgesogen werden. Wo kann man sie ungefähr vorstellen? Aber was mich interessiert ist, die Frage, und um auch mal auf die Opposition zu kommen, nicht immer nur über die Regierung zu reden, was eine SPÖ in diesem Land reitet, die einen monatelangen Macht- und Schaukampf in Wien abzieht, zwischen zwei Lagern, die sich dort öffentlich zerfleischen in Wahrheit, dann noch den Sonderparteitag einen Tag vor der Landtagswahl in Niederösterreich ansetzt, also am Beginn der Staffel von Landtagswahlen, da kann keine Stimmung aufkommen. Warum es dort einem Kern und einer Parteiführung nicht gelingt, die an den Tisch zu holen und zu sagen, Freunde, der Zug ist abgefahren, der Herr Ludwig gewinnt es, mittlerweile ist ja die Gewerkschaft schon drin, jeder weiß bereits, dass Ludwig dort wahrscheinlich eine Zweidrittelmehrheit einfahren wird. Bitte gebt euch die Hand, arbeitet zusammen und schauen wir, dass wir diese Partei nach vorne bringen, dass wir keinen Konflikt haben, einen Tag vor einer Landtagswahl. Das versteht eigentlich niemand, kein Stratege in diesem Land und das ist hausgemacht. Das hat mit Stimmungen nichts zu tun, von einer Regierung oder nicht von einer Regierung. Aber das ist mir als politischer Beobachter so ein Harakiri mit Anlauf ins kupfte Messer. Das verstehe ich nicht, ist mir ein Rätsel und ich frage mich, gibt es dort noch irgendwem, der beraten wird oder sich beraten lässt oder ist Herr Silberstein überhaupt Türschluss dort für Berater? Aber was die aufführen, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das ist für mich ein völliges Rätsel. Einer, der eigentlich sehr objektiv auch als Betrachter immer wieder auch die SPÖ analysiert hat in den letzten Wochen, ist mir ein Rätsel, wie man so in eine Serie von Landtagswahlen hineingehen kann mit so einem Konflikt in Wien. Das verstehe ich nicht. Also, ich glaube, ich war jetzt ein bisschen auch angesprochen, eine informierte Antwort zu geben. Nein, ich glaube, das ist genauso gut verstehen wie ich letztendlich. Wir wissen alle aufgrund der Situation in Wien schon seit Jahren, auch die Art und Weise, wie Michael Häupl, der seine Stärken hat, aber zu seiner Stärke hat jetzt nicht gehört, in den letzten Jahren diese innerparteilichen Rivalitäten und auch die Nachfolgeregelung zu regeln. Da haben sich seit Jahren schon, muss man sagen, glaube ich, mehr als Rivalitäten, auch schwere Verletzungen innerhalb dieser Partei aufgestaut. Und das kommt halt jetzt, muss man ehrlich sagen, noch einigermaßen zivilisiert rüber. Also sozusagen in Wirklichkeit die Stimmung innerhalb der Wiener SPÖ war schon von meinem Gefühl, jedenfalls als Beobachter und als jemand, der mit den Leuten redet, schon mal gereizter, als sie jetzt ist. Ja? Jetzt kriegen sie immerhin hin, einen zivilisierten, mehr oder weniger als Wettkampf organisierten Wettstreit, ja, wo sich auch die beiden Kandidaten sehr diszipliniert verhalten, ja, also jetzt sich nicht hauen öffentlich, sondern da eigentlich sehr solidarisch miteinander umgehen und es wird ein Ergebnis geben an diesem Tag, was immer es ist, der 27. Januar. Und dann muss man schauen, dass sich die Partei hinter dem vereinigt. Wobei ich Ihnen recht gebe,
alles von dem, wie das hier gelaufen ist, hätte natürlich anders laufen sollen. Weder sind die beiden Kandidaten jetzt die großen Reißer, noch hätte ich mir, wenn ich mal hätte mal was backen können, hätte ich mal eher gesagt, backen wir uns einen großen Reißer und es soll einen Konsensfigur geben, hinter der sich auch die jetzigen Kandidaten versammeln. Das hat es halt nicht gespürt. So ist es halt auch manchmal. So ist es halt manchmal. Ein schönes Schlusswort. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Es war eine spannende Runde und spannend wird auch das Wahljahr 2018. Und wenn schon keine Leichen geben wird im Wahlkampf, dann sicherlich ein paar Leichtverletzte. Guten Abend und gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.